Hallo München, ich grüße euch recht herzlich. Mein Name ist Rolf Krohn, ich bin Arzt, einer der modernen Hexen, die man zurzeit verfolgt. Es gibt immer mehr Ärzte, die inzwischen Razzien über sich ergehen lassen müssen. Rechtschaffende Menschen, die seit vielen Jahrzehnten für euch und eure Kinder und eure Eltern und auch für die Polizisten da sind, um für Gesundheit zu sorgen. Und es ist leider traurig, was im Moment gegen die Ärzte gefahren wird. Im Grunde müssten, und da sind wir wieder bei dem, was Ärzte eigentlich für einen Job haben, müssten wir allen Menschen, denen man zwingt, stattdessen werden die Ärzte verfolgt, wenn wir Menschen mit Gesundheitsgebrechen Atteste ausstellen, dass sie eben nicht eine Maske tragen können. Im Grunde müsste man jede Zigarettenschachtel verhaften, wenn auf der steht, Rauchen kann ihrer Gesundheit schaden. Was machen wir Ärzte also falsch, wenn wir Atteste ausstellen, auf denen steht, dafür werden wir strafrechtlich verfolgt. Was ich besonders bedauerlich finde, ist, dass die meisten meiner Kollegen nicht mehr ihrem Ethos nachkommen, der Berufsordnung und dem Genfer Gelöbnis zu folgen, sich wieder politischer Interessen vor die Patienten zu stellen. Es gibt immer mehr Ärzte, die sagen, ich stelle keine Atteste mehr aus, weil ich habe keinen Bock auf diese Repressalien. Bei uns im Landsberger Kreis gibt es einen Lungenfacharzt, der ein asthmakrankes Kind kein Attest ausgestellt hat. Die haben die zu mir geschickt, so nach dem Motto, geht doch zum Krohn, dessen Ruf ist schon ruiniert. Es tut einfach nur weh zu sehen, wie wir Ärzte auch hier aufgrund dieser Maßnahmen untereinander anfangen, uns die Augen auszuhacken, wie man so schön sagt. Genau wie die Polizisten auch untereinander schon angefangen haben, sich die Augen auszuhacken. Ich habe über 30 Patienten, Familien in Behandlung, also Polizisten, Familien in Behandlung, die jetzt dieser Willkür der Polizei ausgeliefert sind. Man hat mir alle meine Daten meiner Patienten genommen. 2 Laptops, 2 Handys. Wo ist hier bitte der Datenschutz? Wo ist hier die ärztliche Schweigepflicht? Meine ganzen Patientendaten sind jetzt in irgendwelchen Händen von irgendwelchen Schnüfflern, die in euren Dateien herumwühlen können, also in euren privatesten Äußerungen, die Patienten, die bei mir waren. Das ist etwas, was ich nur noch traurig finde. Und nur, weil ich Maskenbefreiungsatteste ausstelle. Wir haben eine... Stopp, was ist hier los? Darf ich mal bitte kurz die Münchner Polizei fragen, was das jetzt soll? Eine geplante Körperverletzung!